Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stato Gaming. Und heute spielen wir mal, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 24. In der letzten Folge haben wir ja noch FIFA 23 gezockt und ich habe ja auch gesagt, es kommt kein FIFA 23 Video mehr. Es kommt aber noch eine Folge. Denke ich mal, ich weiß es nicht. Könnte auch sein, dass es keine mehr kommt. Auf jeden Fall kommt ein neues Kapitel, nämlich FIFA 24. Das ist ja jetzt das neue Spiel, was schon seit einem Jahr draus ist und ist jetzt tatsächlich auch im Game Pass drin. Deswegen musste ich mir das auch nicht kaufen. Leute, wir spielen heute mal die EM 2024, wie ihr wisst. Die EM ist ja alle hier. Ihr kennt's doch alle. Und die werden wir heute ein bisschen zocken. Allerdings muss ich mal kurz hier die Lautsprecher ausschalten. Ich will hier keinen Copyright-Strike kriegen. Deswegen hört ihr jetzt mal kurz keinen Sound, aber ich stelle euch ja mal eben kurz ein. Also, ich habe dieses Spiel auch gerade erst neu installiert. Beziehungsweise, ich habe natürlich schon ein bisschen gespielt. Was sind denn hier die Einstellungen, Alter? Da oben. Ich habe natürlich schon ein bisschen gespielt, aber jetzt nicht unbedingt so viel. So, wir machen alle aus. So, perfekt. Jetzt kann ich wieder Sound für euch anmachen. Watz. So. Ich werde natürlich die EM hier spielen, weil die ist ja gerade, die geht auch noch ein bisschen. Ich glaube, das hat kein Copyright. Wenn doch, dann wird es rausgeschnitten. So, wir gehen hier auf die UEFA Euro 2024. Und dann würde ich doch sagen, wir starten mal ein neues Turnier. Und dadurch, dass ich Deutscher bin, werde ich natürlich auch Deutschland spielen. Wir gehen auf Weiter. Und erstellen hier mal, oder speichern das mal hier. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gerade einfach mal Schluck auf. Wo ist denn hier Bindestrich? Ach, dürfen wir hier nicht nutzen. Ja gut, dann halt nicht. Dann nehmen wir das EM YouTube. So. Zack. UEFA Euro 24. Finde ich ganz geil, dass das ja eigentlich gibt. Mann, ey. Deutschland steigt ins UEFA-Turnier ein mit der Hoffnung, am Ende des Turniers die gemeinsamen Fans über den Titel zu jubeln. Die sind ja auch jetzt im Achtelfinale. Mal sehen, ob sie weiterkommen. Mal sehen. So. Wir passen hier mal kurz ein paar Dinge an. 5 Minuten sind, glaube ich, angemessen. Ich würde sagen, wir machen hier Profi. Wir haben ja sonst immer auf Halbprofi gespielt, glaube ich. Und ja. Größe der Profi-Markierung. Standard alles. So, wir machen den Kommentator natürlich aus, weil ich bin der Kommentator. Und dann würde ich auch sagen, wir legen hier direkt los mit dem ersten Spieltag gegen Schottland, genau. Ich habe gerade schon wieder den Namen vergessen. So. Deutschland gegen Schottland. Die haben ja 5-1 gewonnen. Und mal sehen, wie es in dieser Folge wird. Denn ganz so viele Tore werde ich im Profi-Modus wahrscheinlich nicht schießen. Aber ich steuere natürlich alle und mit allen zu steuern ist natürlich auch wieder geil. Ich habe mir noch nicht so richtig an die Steuerung gewöhnt, weil die ist, glaube ich, tatsächlich sogar wirklich ein bisschen anders als in FIFA 23, habe ich festgestellt. Also kommt mir zumindest so vor. Ja, und das war nämlich schon so ein lascher Schuss, weil ich nicht genau weiß, wie ich schießen soll. Aber das macht nichts. Hallo, er hat mich geschubst. Ist der Schiri von der Schweiz hier drin oder was? Boah, fast in seine Beine reingrätscht. Sag mal, warum sind denn die so schnell?
Nimm den Ball, nimm den Ball. Hopp. Hoppa. Ey, er hat mich schon wieder weggekickt. Okay, okay. Ja, also bis jetzt könnte auch die Schotten gewinnen. Ich bin aber auch noch nicht so richtig im Spiel drin, muss ich sagen. Hab mich ein bisschen schon so offscreen getrainiert, FIFA 24 zu spielen. Weil ja dann doch das immer manchmal anders ist, ne? Ich habe hier echt keine Lücke. Ich kann ihn nirgendwo hinschieben. So. Ja, da hat er mir den Ball gut geklaut. Florian Würz. Was ich auch cool finde, ist, dass sie hier diesen Modus reingemacht haben. Finde ich wirklich sehr geil. Und werde ich auch so erstmal wahrscheinlich spielen jetzt. Jetzt kommt hier wieder der den Ball so weit vor. Ja, das war ein Satz ins Klo, Alter. Ein Schuss ins Klo, mein. Ich habe übrigens einen Song released, der heißt Pulse of Power. Würde mich freuen, wenn ihr den anhören würdet. Der ist hoffentlich in meiner Videobeschreibung verlinkt. Wenn nicht, habe ich es einfach vergessen und ihr habt. Ihr könnt es nicht finden. Ihr könnt aber auch einfach bei Spotify, bei YouTube einfach Stanyu Music eingeben. Und dann findet ihr den. Also bei Spotify und so, bei YouTube müsst ihr tatsächlich Stanyu Music Bindestrich und dann Thema eingeben. Müsst ihr aber bald auch nicht. Ich habe nämlich schon eine Verifizierung angebracht von YouTube, also mit dieser Note und sowas. Das heißt, da kommt auch bald was. Oh nee, ich hätte das erste Tor machen können, aber hab's nicht. Also, ne, also ihr könnt dann praktisch da auch dann bald das finden, wenn ich dann halt die Verifizierung von YouTube erhalte. Mit dieser Musiknote, also praktisch Künstlerprofil. Ist nämlich bei Spotify tatsächlich auch noch nicht so. Ja, aber das kommt, ne? Das kommt. So. So, bis jetzt habe ich natürlich wieder Ballbesitz. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, weil wir live. Ja, und da ist das erste Ding für Deutschland. In der 30. Minute wird das wahrscheinlich genannt. Obwohl es die 29. Minute ist, aber die runden ja immer auf, komischerweise. Wir haben das erste Tor geschossen und das war, glaube ich, wer war das? Ich habe es nicht gesehen. Aber auch geil, wie der reingeschossen wurde. Also schön in die rechte Ecke rein unten. Ja, das schmeckt. Das war Florian Würz tatsächlich. Ja, in der 30. Minute. Let's go. Das ist doch ein gutes Ding. Da wird ja auch irgendwas gerade angesagt. Jetzt hat natürlich Schottland ein bisschen Druck und will natürlich jetzt schnell spielen. Und wir müssen so ein bisschen aufpassen. Haben den Ball jetzt aber richtig gut gekriegt. So. Wir schießen mal. Batz. Oh, gut. Guter Rettungsrätsche. So, die kommt aber jetzt auch von den Deutschen. Ja, das Spiel ist schon sehr interessant. Also wenn wir jetzt hier noch ein zweites Tor schießen, wäre natürlich top, ne? Das wäre top, das wäre top. Und es ist kein zweites Tor. Oh Mann, ey. Aber es war eine gute Versuchung. Jetzt haben die Deutschen natürlich wieder Ecke. Diesmal kann er mich nicht wegschubsen. Ja, gut geblockt. Gut erstmal gerettet, der Ball. Aber die Deutschen haben den Ball wieder. Warum rede ich eigentlich gerade wie... Also ich rede gerade for real wie ein Kommentator, was ich eigentlich nicht machen wollte. Wenn der jetzt zählt, bin ich der Pro. Das war mal ein geiles Tor. Im Liegen. Im Liegen hat er das Tor geschossen. Und ich glaube, es zählt sogar, weil die Fahne ist nicht oben. Und der Gündogan hat das gemacht. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Das ist ein geiles Tor. Ich will mir den jetzt echt nochmal mit euch angucken. Dieses Video wird eventuell ein bisschen lange gehen. Aber macht ja nichts, oder? Wahrscheinlich 20 Minuten. Aber Leute, das ist feinste Unterhaltung, ja? Also,
Ihr guckt euch doch bestimmt das Video an. Ah, Mist. 2-0. Also wenn wir das jetzt halten können, wäre es natürlich gut. Aber die Schotten haben tatsächlich auch noch nie ein Spiel in der EM gewonnen. Also es ist tatsächlich jetzt wirklich so. Die haben noch nie ein Spiel gewonnen. Aber es ist alles möglich, ne? Alles ist heutzutage möglich in der Welt. So, wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen was zaubern. Und da ist auch das 3-0. Und ich in der Nachspielzeit sogar noch. Das 3-0 gegen Schottland in der 45. bzw. 46. Minute von den Spieler, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Ich glaube, es ist tatsächlich wieder Gündogan. Gündogan. Ich muss mal kurz hier stoppen. Ich bin wieder back. Wenn es übrigens hier Geräusche gibt bezüglich so ein Rauschen, liegt es nicht am Mikrofon tatsächlich, sondern ich habe die Klimaanlage an, weil eventuell wisst ihr es, es ist ziemlich heiß. Es sind gerade irgendwie 28 Grad oder so. Also ja, nicht wundern, und das Spiel ist jetzt auch hier beendet, beziehungsweise die Halbzeit. Und ich muss mir jetzt erstmal hier was reintrinken, sonst sterbe ich. Kaum zu stoppen, die 21, geil. Ja. Also was man sagen muss ist, FIFA 24, beziehungsweise es ist ja nicht mehr FIFA 24, EA Sports FC 24 heißt das, sieht schon anders aus, ne? Für mich ist es tatsächlich immer noch FIFA und ich nenne es auch weiterhin FIFA. Weil, warum sollte ich sie anders nennen? Ich glaube, der liegt da ein bisschen. Ich glaube, er hat sich schlafen gelegt. Mist. Gut geblockt, aber auch schon wieder von den Schotten. Also die Schotten können auch was. Aber halt nicht so viel aktuell. Ne? Mal sehen, wie es jetzt hier wird. Ob der eine Chance hat und er jetzt einfach selbst ins Aus geschossen. Ja. Weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. So. Ja, der Gündogan tänzelt da ein bisschen rum. Der Toni Kroos hat bis jetzt aber noch nichts gemacht. So, da kommt auch der... Oh, ich habe wieder zu lasch geschossen. Batz. Nee, ich komme... Die 7 kommt hier gerade irgendwie nicht so richtig durch und jetzt wurde er auch gestört. Und Ball gut geblockt, also gutes Tor verhindert. Ja, jetzt habe ich aber wieder, also jetzt haben die Deutschen wieder den Ball. Das ist natürlich nicht gut. Und jetzt haben die Chance. Und das wird das 4-0. Und es ist fast so wie das Real-Life-Spiel, dann muss ich gerade sagen. Es ist fast wie das Real-Life-Spiel. Das ist tatsächlich geil. Warum sage ich eigentlich 20 Minuten? Ich meinte 15 Minuten. Ah, und der Gündogan soll auch was raus. Der Müller kommt rein. Der gute alte Müller. Boah, der ist auch schon ewig in dem im Deutschland drin, ne? Und auch in Bayern. Hat er eigentlich die ganze Zeit in Bayern immer gespielt? Ich weiß es gerade gar nicht. So, der tänzelt da alleine ein bisschen rum und hat jetzt aber leider den Ball verloren. Weil der immer diese Alleingänge versucht. Aber auch die Deutschen haben den Ball verloren. Die Schotten mit dem Angriff. Ja, könnte klappen, könnte klappen. Die haben jetzt relativ freie Bahn sogar. Weil ich aber auch gerade ein bisschen lost bin und nicht blocke. So, jetzt haben die Deutschen wieder den Ball. Und haben auch eine gute Chance zu kontern. Wenn die dann nicht so lahm wären. So, jetzt. Das könnte jetzt was werden. Und es ist... abgefälscht und im Tor und es steht 5-0 für Schottland. Also, aktuell ist alles gerade so wie im Real-Life-Spiel, außer dieses eine Tor, was fehlt. Eigentlich hatte ja auch Schottland zwei Tore, das eine Tor wurde aber wegen der roten Karte ja entfernt. Ist ja irgendwie so eine neue Regel heutzutage. Allerdings gibt es das in diesem Spiel hier nicht. Also, wenn man hier ein Tor schießt und man dann eine rote Karte kassiert, zählt das Tor trotzdem. Finde ich ein bisschen schade. Weil man könnte noch so viel aus dem Spiel machen, will natürlich auch Spaß haben.
Aber ich sag so, es ist ein geiles Feature, was man eventuell in den Einstellungen auch einfach anstellen könnte. Oder auch diese Torüberprüfungen, die es ja aktuell gibt, immer diese Prüfungen, ob ein Tor zählt, wäre auch ein geiles Feature, was man auch anmachen könnte in den Einstellungen. Und es steht jetzt auch schon 6-0, denn wir haben gerade wieder ein Tor geschossen. Und ich habe einfach weiter kommentiert. Sorry dafür. Und wer hat's geschossen? Ich glaube, der Musiala hat es geschossen, oder? Und es ist Musiala gewesen in der 69. Minute. Das ist doch geil. So, jetzt rennt hier ein Schotter. In der Hoffnung, dass er den Alleingang schafft. Aber der Robinson. Und er schießt komplett ins Nichts. Das war ein Schuss in den Ofen. Von den Schotten mal wieder. Ja, die Schotten können aktuell nichts machen. Und ich höre jetzt auf, hier in dieser Kommentatorstimme zu reden. Denn ich spiele das Spiel und bin kein Kommentator. Und da ist das 7-0. Und Deutschland gewinnt auch die Partie, denn das Spiel ist so gut wie gelaufen. Ja, das wird nichts mehr mit Schottland. Schottland hat verloren offiziell. Mal sehen, ob sie denn noch gegen andere Mannschaften spielen können. Gewinnen können, meine ich. Niklas Füllkrug kommt jetzt auch rein. Und der Havertz wird ausgewechselt. Niklas Füllkrug auch ein Top-Spieler in der EM. Und jetzt hat gerade meine Uhr einfach mir geantwortet. Aber ich bin echt gespannt, wie die Deutschen gegen Dänemark spielen. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg, weil dann kommen die ins Viertelfinale und müssen wahrscheinlich gegen Spanien spielen. Es sei denn, Georgien gewinnt irgendwie gegen Spanien. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, dass sie gewinnen werden. Oh, guter Torwart halt. Da wurde ich jetzt verletzt. Kein Elfmeter. Das weiß ich jetzt nicht warum. Und das war ein klares V von den Deutschen. Und das müsste gelb geben. Wenn nicht, sogar rot, aber rot unwahrscheinlich. Ja, gelbe Karte für Toni Kroos. Das ist ja auch der Spieler, der die Deutschen so aktuell navigiert. Und jetzt wurde auch Toni Kroos tatsächlich umgenietet. Und der Tor... Ja, also der Schiri gibt ihm keine gelbe Karte. Das kann ich nicht glauben. War ganz klar eine gelbe Karte. Aber... Scheint nicht. Schottland gegen Schweiz sogar tatsächlich spielen. Oh, abseits. Ja, da ist ein Tick zu früh reingelaufen. Aber macht nichts. Sie haben ja eh 7-0. Also 7 Tore. Und das lässt sich sehen. Jetzt kommt der Niklas Füllkrug und greift an und schafft es nicht, hinterher zu rennen. Beziehungsweise will die Ausdauer nicht verplempern. So, jetzt kommt Andrich. Andrich, jetzt kommt Füllkrug und Füllkrug macht das 8-0. Er macht das 8-0 und ich hatte tatsächlich doch recht mit 20 Minuten. Das Spiel geht schon 20 Minuten. Das Spiel geht 20 Minuten, ich meine das Video wird. Ich bin gerade ein bisschen in der Rolle von Kommentator. Oh, ich freue mich schon so, wenn ich irgendwann einen Mini-Kühlschrank habe. Also, meine Cola, die ist absolut warm, ey. Die kann man gefühlt nicht trinken. Na, Niklas Füllkrug ist ein guter Spieler und hat auch noch das 8-0 einfach rausgeballert. Das finde ich doch sehr top. Oh, gute Chance. Aber auch das Spiel ist nach der Ecke auch um. Ja, ich habe auch 20 Minuten aufgenommen. Das geht, glaube ich, auch ein bisschen zu lang, würde ich sagen. Komm, die letzte Chance von den Tar. Jetzt nochmal. Und da ist das. Niklas Füllkrug mit dem 9-0. Und damit hat er einen Doppelpack. Und das Spiel ist auch zu Ende. In der vierten Minute. Eigentlich gibt es nur zwei. Aber die Ecke ist gut gespielt. Niklas Füllkrug macht das 9-0 und damit ist das Spiel auch zu Ende.
Damit ist die EM, das EM-Spiel Deutschland gegen Schottland zu Ende und die Deutschen haben gewonnen. Ein sehr gutes Spiel, 9:0, schafft nicht jeder, aber ist auf jeden Fall, also Leute, ich höre jetzt auch auf. Aktuell, also Schweiz spielt gegen Schottland danach, oder was? Ja, wir spielen natürlich gegen Ungarn. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, was 20 Minuten lang geht, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut also immer auf meinem Discord vorbei, der ist ja unten in der Video verlinkt. Schaut auch außerdem auf Spotify und sowas vorbei. Hört euch meinen neuen Song an, Pulse of Power. Ist heute rausgekommen, würde mich freuen. Beziehungsweise gestern rausgekommen. Und jetzt habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Salut. Ciao, ciao.